Bei Kaizen Corner geht es um den kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Und da freut es mich natürlich besonders, dass da so viele Leute mitmachen. 30.000 ist natürlich Wahnsinn. Wow. Dann erkläre ich einmal ganz kurz das Kaizen-Prinzip. Das sind immer 4 Schritte. Also so gehen wir eigentlich immer vor, dass wir an den Ort des Geschehens gehen. Das ist der erste Teil. Dann gucken wir uns an, was da passiert. Ja, also sich mit der Wirklichkeit beschäftigen. Und dann suchen wir im Team nach Lösungen und setzen die um. Das ist eigentlich extrem simpel. So läuft's. Also gehe an den Ort des Geschehens, beschäftige dich mit der Wirklichkeit, mit dem, was da passiert. Suche im Team nach Lösungen und setze die um. Das ist Kaizen. Gehe an den Ort des Geschehens, also geh dahin, wo es passiert. Andersrum negativ formuliert, versuch es nicht am Schreibtisch zu lösen. Viele Probleme sieht man eben nur vor Ort. Also geh in die Produktion, sprich mit den Leuten, die an der Maschine stehen. Oft kennen die Maschine eben besser als du, wenn die da 8 Stunden am Tag stehen. Also egal, wo du etwas verbessern willst, du musst immer dahin gehen, wo die Verbesserung stattfinden soll. Also gehe an den Ort des Geschehens und sehe die realen Probleme. Schau dir die Wirklichkeit an. Löse Probleme im Team. Also glaub nicht, du weißt alles. Das weißt du nämlich nicht. Es ist immer hilfreich, gemeinsam nach Lösungen zu suchen und nicht zu meinen, dass man alles weiß. Also löse Probleme im Team, ganz wichtig. Mache Kaizen. Ja gut, klar, das ist logisch. Also, du bist jetzt an den Ort des Geschehens gegangen, hast dich mit den realen Problemen beschäftigt, hast im Team Lösungen erarbeitet. Alles wunderbar, jetzt muss das auch gemacht werden. Also letzter Teil ist das gute alte amerikanische Just Do It. Machen. Wenn ihr noch ein bisschen was über Methoden des Kaizen wissen wollt, dann müsst ihr andere Videos angucken, hier bei mir auf dem Kanal, hier in der Kaizen Corner. Also viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao.